zusammen, ich bin Florina Manz. Wir kochen heute als Hauptgericht ein Honigbullenbrüstli auf scharfem Erdöpfel-Bananengemüse mit Fairtrade-Produkten. Wir füllen an bei diesem Rezept mit den Bananen. Die eine Hälfte wird geschält und schon ein bisschen geschnitten. Zusammen mit einer gehackten Schalotte und etwas roter Currypaste. Trocken in der Pfanne ganz leicht angeröstet, bevor das Ganze mit Gemüsebouillon und wieder mit Kokosmilch abgelöscht wird. Wir lassen es ungefähr 10 Minuten köcheln. Bevor dann nachher die Erdöpfel, die wir schälen und in die Würfel schneiden, dazukommen. Die werden schön weich gegart. Bullenbrüstli, das wird gewürzt mit Salz und Pfeffer. Schön anbraten auf beiden Seiten, je ungefähr 5 Minuten, je nach Größe des Bullenbrüstli. Zum Testen, ob das Boulet schon fast durch ist, zwischen Zeigefinger und Daumen dort rein drücken, ein bisschen federn. Das ist das Gefühl, das man nachher auch haben muss, wenn man das Bullenbrüstli drauf drücken tut. Wenn es genau gleich federt, dann weiss man, dass das Bullenbrüstli fast jetzt gerade durch ist. Und gegen das Ende, wenn das Bullenbrüstli schon fast fertig ist, streichen wir es einstreichen mit einem Mischung aus Honig und Sojasauce. Ziehen es von der Herdplatte, ziehen, abdecken mit etwas Alufolie und lassen es nochmal schön ruhen, damit es durchziehen kann. Ganz zum Schluss, neben dem Abschmücken von Salz und Pfeffer, kommt dann nachher die restliche in Scheiben geschnittene Banane dazu und dann eben der Limonensaft, um das Ganze geschmacklich abrunden. Zitronen oder Limonensaft erst ganz am Schluss beifügen, weil es eben die Garfähigkeit von Gemüse, aber auch von Hülsenfrüchten etc. beeinträchtigen. Wenn ihr auch so gerne wie ich süß-scharfe Gerichte habt, dann wünsche ich euch jetzt einen guten und viel Spass beim Ausprobieren.